Grüß Gott, Kinder. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl war 4 Wochen lang brav. Und er ist es immer noch. Der Meister Eder ist sich vorgekommen wie auf Erholung. Kein Ärger, keine Aufregung, keine Nervosität. Jedenfalls keine, die der Kobold verursacht hätte. Dafür stimmte aber etwas anderes nicht. Eines Morgens, schon beim Aufstehen, wurde es dem Eder ganz schwindelig. Und er konnte kaum schlucken und Appetit hatte er überhaupt keinen. Mittags hat er dann seine Temperatur gemessen, 39,5. Das war ziemlich hohes Fieber. Da hat Meister Eder den Arzt angerufen und der ist nachmittags auch gekommen. Ja, ja, Eder, was ich da habe, das ist eine ausgewachsene Angina. Ach, Ihre Mandeln, die schauen viel besser aus. So? Ja, da gibt es nichts anderes als strenge Betreuung, ganz streng. Ja, aber ich muss mir da was zum Essen holen und ich habe ja niemanden, ich kann da nicht einfach im Bett bleiben. Ja, haben Sie denn nicht eine Zugeherin oder sowas? Ja, schon, aber... Also, die müssen es halt verständigen. Für ein paar Tage nach der nötigsten schauen, das wird's doch machen, nicht? Das passte dem Meister Eder schon gar nicht. Die Arbeit musste liegen bleiben und der Umstand mit der Zugefrau und dazu ein Kobold im Haus. Er verwünschte die Krankheit heftig, aber das nützt bekanntlich nichts. Der Pumuckl versuchte, den Meister Eder zu trösten. Ich mache dir überhaupt keine Arbeit. Ich tue Arbeit, jawohl. Und wenn dir... Soll ich dir auf die... Nein, brauchst wenn nicht. Ich dir, weißt du, wenn dir heiß ist, dann ziehe ich dir die Bettdecke weg. Und nein. Wenn dir kalt ist, dann ziehe ich dir die Bettdecke bis über den Hals. Ja, ja. Bis über den Halswickel. Oh mein Pumuckl. Du, und weißt du, wenn dir langweilig ist im Bett, und im Bett ist es ja immer langweilig, wenn man nicht gerade schläft, dann unterhalte ich dich einfach. Nicht? Ich singe dir ein Lied vor. Ja? Also zum Beispiel so eins, selbst kombiniert. Wackelwickel um den Hals, macht gesund dich jeden Falls. Dann springst du heraus als Ball, nicht husten, wenn ich singe, dann springst du heraus als Balz, aus dem Bett mit neuem Hals. Ich meine natürlich mit gesundem Hals, aber das singt sich ja nicht gut so. Mit gesundem Hals, das kann man ja gar nicht singen. Und ich muss ja gut singen, sonst wirst du noch viel kränkerer und das will ich nicht. Oh, verstehst du das? Ja. Sehr gut, Pumuckl. Es ist ja alles lieb gemeint. Ja, und wie lieb. Aber dabei verhungern wir ja. Na, ausgerechnet, heute habe ich kein Brot mehr im Haus. Ach, das macht nichts. Ich werde auch von der Wurst satt. Und abgespielt ist nicht. Aha. Und überhaupt schaut es überall aus. Na, ich werde der Frau Rettinger telefonieren. Die wird uns dann schon helfen. Ja, aber ich helfe uns doch aber auch. Soll ich mal abspülen? Weißt du, ich gieße viel Wasser über alles, was ich finde. Nein. Und dann tue ich... Nein, dann haben wir ja Überschwemmung. Nein, lieber nicht, Pumuckl. Nein, ich mache keine Überschwemmung. Ich mache viel mehr eine Unterschwemmung. Schau, kochen kannst du ja auch nicht. Und ich brauche was Warmes zwischendurch, kochen. Nicht bloß einen Tee. Kochen, ja. Nicht? Kochen, muss ja mal was essen auch. Also kochen kann ich nicht. Höchstens vor Wut kann ich kochen. Ja. Davon wird, glaube ich, der Tee nicht so recht warm. Da werde ich nur immer rot. Aber ich kann es ja mal probieren. Nein, Pumuckl. Ich rufe die Frau Rettinger an. Und wenn schon mein lieber kleiner Pumuckl sein willst, nachher versprichst du mir, dass du ganz mucksmäuselstill bist, wenn die Frau Rettinger da ist. Mucks-Kobolds-still. Ganz still, wenn die Frau da ist, damit ich ja keine Scherereien hab. Mhm. Denn am allerkränkesten werde ich, wenn ich mich aufregen muss. Ui. Dann steigt nämlich das Fieber gleich wieder. Ui, wohin steigt es? Was, wohin? Ja, das Fieber, wohin das steigt? In mein Kopf. Und was tut's da? Ja, so Rumoren, dass ich morgen mitzreiß. Nein. Das darf das Fieber nicht tun. Du ganz schnell den Wickel um den Kopf binden, ganz schnell, damit der Wickel den Kopf zusammenhält. Oder zerreißt das Fieber auch den Hals? Ja, den auch. Aber nur, wenn ich mich wegen dir aufrege. Nicht aufregen. Der Pumuckl hält sich mucks-Kobolds still. Ja, das tust. Frau Rettinger, die kann kommen, da findet sie keinen Kobold, nur einen frommen. Ja, hoffentlich. Das reimt sich auch noch, dann muss es ja auch stimmen. Das sagst du doch auch. Der gute Meister Eder war in einem Zustand, wo er zu allem Ja und Amen gesagt hätte. Er schleppte sich zum Telefon und rief Frau Rettinger an. Und Frau Rettinger war auch bereit, gleich zu kommen. Sie ist nämlich eine sehr hilfsbereite Frau. Sie hat nur einen einzigen Fehler. Aber das werdet ihr gleich merken. Sie ist also zur Tür hereingekommen und hat gleich losgeredet.
Also, das ist mir heute direkt vorgegangen, dass ich zu Ihnen muss. Wieso? Ich hab heute Nacht von Fisch geträumt. Und wenn ich von Fisch geträumt, dann passiert allebei was. Ja. Namentlich, wenn man von Fisch in ein sauberes Wasser geträumt. Ich hab schon Angst gehabt, dass meinem Mann irgendwas passiert. Aber jetzt sind Sie es, also sowas. Ja. Kriegen Sie ja an Kinder. Ja, leider. Sie? Da darf man nicht spaßen damit. Namentlich nicht, wenn der Mond im zweiten Drittel steht wie heute. Was sind denn Sie für ein Planet? Ich glaube, ich bin ein Wassermann. Ein Wassermann? Nachher wundert mich gar nichts. Ein Vetter von mir ist auch ein Wassermann. Ja. Der hat es allebei mit dem Hals zu tun. Ja, das ist aber das erste Mal, dass ich was mit dem Hals zu tun habe. Das ist ein reiner Zufall. Wahrscheinlich haben sie schon dauernd was und sie haben es bloß nicht gemerkt. Glauben sie? Ein Wassermann ohne was in Hals, das gibt es nicht. Ach, gegen es zu. Doch, auf die Sterne, da kann man gehen. In meinem Wochenhoroskop ist gestanden, dass ich in der Woche günstige Gelegenheiten wahrnehmen soll. Und was sage ich? Ja. Ich komme in die Waschküche und will mich für die nächste Woche eintragen lassen. Da ist die Waschküche gerade an dem Tag frei, weil Frau Müller hat wegfahren müssen. Ja. Bin ich gleich nein? Ist das nicht eine günstige Gelegenheit? Also, dass Sternen Einfluss auf die Waschküche haben, das glaube ich nicht, Frau Rettinger. Das brauchen Sie nicht glauben, wenn Sie nicht wollen. Aber ich gebe Obacht auf solche Sachen. Ich mag nicht, wenn mir Katzen über den Weg laufen. Und ich freue mich, wenn mir der Kaminkehrer begegnet. Da kann ich nichts machen, da bin ich ja so. Na ja, jeder auf seine Art. Also ich für meinen Teil glaube viel eher, dass ich mich verkeilt habe, wie ich neulich geschwitzt habe und nachher in Zug gekommen bin. Ja, Sie werden schon noch dahinter kommen, dass es viel geheimnisvolle Sachen gibt. Aber jetzt sagen Sie mir lieber, was ich in der Apotheke holen soll. Da haben Sie das Rezept, der Doktor hat es aufgeschrieben. Ja. Wenn es so gut waren, gell, und schnell überlaufen denen. Aber freilich, Herr Eder, mache ich. Was haben Sie denn? Jetzt wäre ich beinahe hingefallen. Oh je. Ja, da über Ihren Teppich muss ich gestolpert sein. Das auch noch. Da muss ich gleich nochmal umkehren und nochmal drüber gehen. Sonst bedeutet nämlich das Stolpern Unglück. Ich glaube, wenn wir da nicht bald einen Teppichnagel reinmachen, dann bedeutet das viel eher ein Unglück. Oh, meint man, die haben schon gar keinen Sinn für übersinnliche Sachen. Also, jetzt passen Sie auf. Ein Milch muss ich Ihnen noch holen, gell? Ja. Und ein Brot. Mhm. Und ein Fleischsuppel mache ich Ihnen. Mhm. Das ist allerweil gut. Nein, mach es nicht so viel. Ich habe überhaupt keinen Appetit. Lassen Sie mich noch machen, Herr Eder. Ich bringe Ihnen schon wieder auf Tee. Das wäre ja gelacht. Da zittern einem ja die Ohren und die Finger, weil man sie so zwicken und picken müsste. Nein. Also wenn ich nicht so brav wäre, dann wäre... Oh, was da alles passiert aber wäre. Ich mag nicht, wenn mir kratzen über den Weg und Fische in den Traum laufen. Da kann man nichts machen, nichts. Also sowas Dummes kann nicht mal einer Katze einfallen, wenn sie über einen Weg läuft. Ja, mei. Frau Rettinger gehört halt zu den abergläubischen Leuten. Aber sonst ist sie eine gute Haut. Aber mei, wenn einmal der Aberglauben einen am Wickel hat, da kommt man ihm nicht mehr aus. Dann mach aber schnell deinen Wickel weg, sonst kriegst du zum Hals mir auch noch den Aberglauben. Nein, die Krankheit krieg ich nicht. Ist Aberglauben eine Krankheit? Ja. Da muss ja die Frau Rettinger auch ins Bett. Nein, weißt du was? Wir legen sie hier auf die Couch und heilen sie gleich mit. Nein. Dadurch heilt man das nicht. Wodurch dann? Mei, am besten dadurch, dass man einem Menschen beweist, dass eine Katz nichts mit dem Unglück zu tun hat. Ja, aber wie macht man? Und ein Hufeisen oder ein Kleeblatt oder was sonst noch gibt, nichts mit Glück. Ja, aber das ist doch ganz einfach, ganz schrecklich einfach. Ich lege ihr hier ein Hufeisen hin und dann werfe ich alles, was sie in die Hand nehmen will, runter. Und dann hat das Hufeisen ihr kein Glück gebracht. Ja, um Himmels Willen. Ja, tu das ja nicht. So eine Bescherung ging mir gerade noch ab. Wieso? Beim Aberglauben dreht sich's doch nicht nur um ein Hufeisen, sondern um 1000 Sachen. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich. Wenn man stolpert und nicht nochmal drüber geht, dann gibt's Unglück. Und wenn der Mond im dreiten Zwittel steht und der Wassermann Halsweh hat und der Also Pumuckl, red nicht so viel. Schau, mir brummt der Kopf eher so schon. Ach so, naja, aber jetzt sei ein bisschen stark, ja? Die Frau Rettinger, die darf reden, aber ich, dabei rede ich lange keinen solchen Unsinn. Aber ich werde sie heilen. Und gar nicht viel reden werde ich dabei. Und sie wird auch das Reden aufhören. Ja, ich habe eine sehr gute Idee. Ja. Jawohl. Pumuckl. Eine Koboldsidee. Pumuckl.
magst mit deinen Ideen nicht warten, bis ich wieder ganz gesund bin. Nein, denn wenn du wieder gesund bist, ist die Frau Rettinger nicht mehr da. Ich werde vorher Frau Rettinger retten. Frau Rettinger werde ich vor dem Aberglauben Rettingen. Und dich rettinge ich vor der Frau Retten. Ja, freilich. Rettinger. Und dann sind wir alle ganz gesund. Also, Pumuckl, sag mir wenigstens, was du vorhast. Was ich vorhabe? Ja, also, sag mir's. Was ich vorhabe? Ich bin der Aber-Pumuckl. Aber-Pumuckl. Nicht Aber-Pumuckl, sondern Aber-Pumuckl. Oh mein. Was er jetzt wieder ausheckt. Ich glaube, der rennt in die Werkstatt runter. Aber von mir aus. Wenn man einen Kobold hat, wird er wenigstens krank sein, nicht langweilig. Der Kuckuck soll den Hals holen. Ah, die Wassermänner werden es halt über im Hals haben. An so einen Schmarrn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Pumuckl ist in die Werkstatt gesaust. Und vielleicht habt ihr schon erraten, was er vorhat. Nun, ein Hufeisen will er suchen. Er hat sich dunkel an eine Krimskrams-Schachtel erinnert, in der der Meister Eder alte Eisenstücke, Türschlösser, Sperrriegel und was so alles an Dingen anfällt, die man nicht wegwerfen mag, aufhebt. Wenn er sich da nicht sehr täuschte, war da auch ein Hufeisen dabei. Es war eine schwere Arbeit für den kleinen Kerl, in den Eisenstücken zu kramen. Aber er hatte sich nicht geirrt. Ah, da ist ja das Hufeisen. Ziemlich rostig, ein rostiges Glück. Hoffentlich schadet das nichts. Das lege ich jetzt wohin? Ja, wo lege ich das nur hin? Irgendwo, wo sie geht, wo sie kommt. Ich hab's, ich leg's in den Hof vor die Tür. Sehr, sehr schwer hat man es. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl hatte tatsächlich das Hufeisen zum Finden für die Frau Rettinger vor die Werkstatttüre gelegt. Und dann hat er gelauert. Wie die Frau Rettinger von ihren Einkäufen zurückgekommen ist, hat sie auch tatsächlich gleich das Hufeisen gesehen, es aufgehoben und ist damit freudestrahlend zum Meister Eder ans Bett. Herr Eder, schauen Sie nur, was ich vor Ihrer Tür gefunden habe. Ein Hufeisen? Ja, wie kommt denn das? Na, das muss jemand verloren haben. Ja, vielleicht auf dem Weg zu der Aschentonne, dass jemand hat wegwerfen wollen. Zeigen Sie mir's einmal. Ja, ich tat's Ihnen gern schenken, aber das darf man nicht. Glück darf man nicht verschenken, sonst dreht sich's ins Gegenteil um. Nein, ich will's ja gar nicht, bloß. Was schauen Sie denn so spaßig? Weil ich nachdenk, wie das Hufeisen vor mein Tier kommt. Aber ich glaub, ich weiß schon. So, ja, haben Sie es verloren. Aufhängen müssen Sie es über der Tür, aber die runde Seite nach unten, sonst fällt es klick raus. Ja, und Sie verlieren es. Ja, da wundert mich gar nichts mehr. Weder Ihr Hals weh noch sonst der Pech, wenn Sie Ihr Hufeisen verlieren. Ging es zu. Ich bin doch kein Pferd. Nein, ich hab's nicht verloren. Bloß, was? Jetzt sagen Sie mal ehrlich, was denn? Frau Rettinger, glauben Sie, dass Ihnen das Hufeisen Glück bringt? Da können Sie mich ruhig auslachen. Ich glaube an solche Sachen. Frau Rettinger, ich rate Ihnen in dem Fall, dass Sie nicht dran glauben sollten. Aber warum denn nicht? Ja. Gefunden ist gefunden. Ja, ja. Ein bisschen, da brauchen wir jetzt gar nicht streiten. Ich koche Ihnen jetzt was. Mhm. Ihre Tabletten und das da zum Gurgeln, das habe ich Ihnen abgesorgt. Ja. Moment einmal. Das habe ich doch da oben auf die Taschen gelegt gehabt. Ah, da müssen Sie nur untergerutscht sein. Aha. Die müssen Sie, glaube ich, verschlupft haben. So. Warten Sie. Lassen Sie mir jetzt einmal gründlich meine Taschen durchsuchen. Ja, schauen Sie noch. Darf ich alles auf den Tisch rausstellen? Ja, freilich. Mille, das Brot und das Fleisch. Das Backel von der Apotheke ist nicht drin. Nicht? Ja, jetzt sagst du, ja, ich weiß doch bestimmt, dass ich... Jäkel, ich werd's doch nicht rausgeschmissen haben, weil ich ein Geldbeutel rausgetan hab. Oder vielleicht ist mir rausgefallen, weil ich mich nach dem Hufeisen gepickt hab. Ja, sowas, hä? Ja, das ist das Glück von dem Hufeisen. Jetzt sind Tabletten schon weg. Haben wir's da denkt? Nein, Sie werden sehen, das finde ich wieder. Das liegt bestimmt vor Ihrer Tür. No. Also, sowas, ne? Pumuckl? Ja? Du, ich brauch vielleicht die Tabletten. Ja, ich hab sie ja bloß ein bisschen aus der Tasche und unter dein Bett fallen lassen. Da sind sie. So. Hufeisen Glück für dich, Hufeisen Pech
für Frau Rettinger. Haben wir's da denkt, dass das mein Hufeisen ist. Ja. Ja, wie du es nur gefunden hast. Oh, Pumuckl findet alles, weil Pumuckl Aberglaube spielen will. So. Aberglaube umgekehrt, das Glück, das wird durch Pech beschwert. Aber schau, die Frau Rettinger läuft jetzt rum und sucht und sucht und die ist ganz verzweifelt. Ja, eben, das soll sie ja. Das ist Heilung vom Hufeisen-Glücksglauben. Herr Eder, ich hab das Backel nirgends gefunden. Ich bin ganz auseinander. Ja, ich verstehe das nicht. Ich hab überall gesucht und nirgends ist das Backel. Ja, aber Sie haben es ja in der Hand. Das sind doch die Tabletten. Teigrad, ganz in Gedanken habe ich es noch. Wo haben denn Sie plötzlich die Tabletten her? Ja, da kann ich lang suchen. Ja, ja, die Tabletten, die sind unterm Bett gelegen. Ja, so. Ja, wie Sie draußen waren, da habe ich es gesehen. Ja, weil ich zufällig unter das Bett geschaut habe, ja. Weil ich einen Pantoffel gesucht habe. Ja, Gott sei Dank, dass Sie noch da sind. Sehen Sie, das ist das Hufeisen. Wir haben es wieder gefunden. Mei, um Himmels Willen. Ach Gott. Milli, die ganze Milli ist auf dem Boden. Ja, mei, ist das eine Bescherung. Ja, wer bin denn ich bloß da hingekommen? Ich bitte Sie recht schön. Geben Sie doch gleich zu, dass Hufeisen kein Glück bringt, damit die Bescherungen da herin aufhören. Ja, Sie sind ja auch abergläubisch, Herr Eder. Ah, was? Das Pech mit der Milli, das hat gar nichts mit dem Hufeisen zu tun. Tut mir leid, da bin ich halt hingekommen und hab's. Freilich hat's was mit dem Hufeisen zu tun. Aber das bringt doch Glück. Nein, Unglück. Bitte, ringen Sie ja nicht so auf. Ah. Ich putze ja gleich alles zusammen. Ja. Und ich ersetze ja noch ja die Milli. Ich hol bloß schnell einen Putzpumuckl, gell? Pumuckl! Bleibst nicht gleich da. Jetzt ist er auch noch in Kirchenhaus. Jetzt geht's da draußen weiter. Ich glaube, ich nehme schleunigst meine Tabletten und ein paar Beruhigungstabletten noch dazu. Herr Eder, wo ist denn der Putzlumpen? Ja, der hängt da über dem Putzkübel unter dem Ausguss. Das habe ich auch gemeint, aber da ist er nicht. Nicht? Mei, und Milli läuft schon unter ihrer Bettvorlage. Was nicht mit den gleich zum Aufwischen? Wo kann denn bloß der Putzlumpen sein? Na, schauen Sie halt unter den Herd oder unter dem Schrank oder irgendwo darunter. Er kann es nur wo runtergezogen haben. Wer? Mein Kobold, wenn Sie es schon wissen wollen. Ja, also jetzt gehen Sie es zu, Herr Eder. So abergläubisch bin ich nicht einmal ich, dass ich an Kobold glaube. Aber warten Sie nur. Ich suche und es kommt alles wieder in Ordnung. Ach, oh mein. Der muss da wo sein. Der muss da nicht verschluckt. Ja, da ist er ja. Und der Schrank. Ja, na, also. Das ja, Herrschaft, Zeiten, was ist denn jetzt wieder los? Pumuckl. Hörst nicht sofort auf. Das ist ja zum Narrisch werden. Frau Rettinger glaubt schon, dass das Hufeisen kein Glück bringt. Was haben Sie, was sagt, was ist mit Hufeisen? Dass das kein Glück bringt zum Kuckuck. Sagen Sie das nicht, ich habe einen Putzlumpen gefunden, da ist er. Ah. Und was da so gescheppert hat, das waren bloß Deckel, die runtergefallen sind. Die müssen schlecht im Halter gewesen sein, da kann das Hufeisen nicht. Sie dafür. Sollen mit dem Hufeisen aufhören, sonst hört's nie auf. Ja, aber Sie fangen doch immer wieder damit an. Ich hab da gar nichts gesagt. Und überhaupt lasse ich mich nicht so anschreien. Wenn Sie nicht krank waren, nachher. Oh, ich weiß schon, wenn ich nachts vom Fisch träume. Fisch sind alle aber ein Zeichen, dass man ins Streiten kommt. Jetzt sind sie Gott sei Dank wieder Fisch. Hör auf, Pumuckl! Fisch sind an allem schuld und ans Hufeisen werden nicht mehr glaubt. Die ganze Mühe ist vergeben. Ja, mein Gott. Jetzt redet er im Fieber. Herr Eder, entschuldigen Sie bitte, dass ich so aufgegangen bin. Sie fantasieren ja, Sie sind ja krank. Gleich hole ich noch einmal eine Milch. Ringen Sie nicht auf. Es geht auf meine Rechnung. Gell? Ich bin gleich wieder da. Also, weißt du, jetzt weiß ich nicht mehr, was unglücklich und glücklich und was alles durcheinander macht. Ich hab dir gleich gesagt, dass du dich da nicht einmischen sollst. Eine solche doch, Aufregung hast du jetzt da reingebracht. Ja. Das ist alles andere als gut für mich. Da wäre ich eher noch kränker als gesünder. Nein, das will der Pumuckl nicht. Ja, schon. Ich will, dass alle Krankheiten weg sind. Freilich. So wie weggeblasen, die ganzen Aberglaubens- und die Halsweh-Krankheit. Ja, das hast du aber ganz genau verkehrt drum angefangen. Ja. Die Frau Rettinger hat zu ihren Fischen noch ein Hufeisen dazu und ich hab noch mehr Fieber, weil ich mich geärgert hab. Und war das für dich überhaupt nicht lustig? Nein, also, gar nicht. Ein bisschen lustig war es für mich schon. Ja. Weißt du, wie da plötzlich der Putzlumpen
schon weg war und die Deckel so schön geknallt haben. Ich hab das aber gar nicht viel lustig gefunden. Schade. Ja. Dann mache ich jetzt alles wieder gut. Ja, hoffentlich. Ich mach von heute ab mache ich nur noch Glück. Lauter Glück. Ich bin wie ein Glückskäfer. Ja. Geht dann dein Halsweh weg? Ja. Ja. Vielleicht, Pumuckl. Ja, nur wie macht man eigentlich Glück? Ja, Unglück ist ja viel einfacher, da braucht man ja nur Sachen hinunterwerfen und Sachen zu verstecken. Aber ich kann es doch nicht wieder hinaufwerfen und Sachen, die gar nicht versteckt sind, wiederfinden. Das ja, am besten ist, du tust gar nichts. Dann bin ich für meinen Teil schon recht glücklich. Ja, aber das ist doch sehr langweilig. Und wenn mir langweilig ist, dann bin ich unglücklich und dann bekomme ich Halsweh. Na, was ist denn? Schon wenn ich dran denke, wird es mir im Hals ganz komisch. Nein, geht so ein Bild denn nichts an. Ja, ganz komisch. Okay. Und so hohl und so leer fühlt sich mein Hals. Wirst halt Hunger haben. Da geh her. Da ist ein Stickerl Schokolade. Ich muss da in meinem Nachtkastel drin haben. Ich hab's. Ein Schokoladestück ist reines Glück. Ich esse ein Stück und ein Stück lege ich Frau Rettinger vor die Nase, so dass sie die Schokolade findet. Warum? Dann hat sie A, ja, was gefunden, B, was Gutes gefunden und C, ist sie glücklich. A, B, C, die Katze lief im Schnee. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Das ist ein gutes Lied, das ist von mir. Das Lied ist nicht von dir. Wieso? Das hast du von den Kindern gehört. Das ist ein altes Liedl. Das ist ein altes Liedl? Ja. Arbeit. Das ist sehr seltsam. Mal was nicht von mir. Mhm. So, Herr Eder, da bin ich wieder. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Na, danke schön. Also, schon besser. Ein Tag ist das heute, sag ich Ihnen, ein Tag. Und der Katz ist mir auch gerade noch über den Weg gelaufen. Alles passt zusammen. Und da schauen Sie meinen Schuh an. Mein Absatz bin ich hängen geblieben, das ganze Leder ist weg. Aber ich will nicht wieder davon anfangen. Heute habe ich so viel Pech, dass nicht einmal ein Hufeisen dagegen ankommt. Werden Sie sehen, ab jetzt haben Sie Glück. Glück? Ja. Ich? Nie. Bitteschön, da. Wer hat denn auf das weiße Tischtuch da ein Schokolade hingelegt? Wo doch Schokolade so Flecken gibt, die man überhaupt nicht mehr rausbringt. Wenn Sie einen Schokolade mögen, dürfen Sie ihn gerne essen. Na, danke schön. Kriege ich bloß Sodbrennen drauf. So. Ich lege es Ihnen da rüber, aufs Nachtkastel. Und jetzt koche ich gleich ruhig ab, bevor ich es wieder runterwerfe. Ah ja. Schokoladeglück ist kein Glück für Frau Rettinger. Schon gar nicht, wo ihr da jetzt der Katze über den Weg gelaufen ist. Ja, aber Katze macht doch kein Unglück zum Donnerkoboldstoria. Ich mache Glück. Was mache ich nur jetzt für eins? Sag mir ein Glück, das die Frau Rettinger auch merkt. Ja, du kannst auf Milli aufpassen, dass sie nicht überläuft. Ja, du stellst die neben die Milli hin und schaust allerweil fest rein. In die Milli? Ja, in die Milli. Und wenn es hochkommt, nachher drehst du ganz schnell den Kopf von der Gasflamme rüber, dass er so steht wie die anderen Knöpfe auch. Hast du das verstanden? Und wie ich das verstanden habe, die Milli nach rechts drehen und das Gas angucken. Ja. Ich sause auf der Stelle in die Küche. Ja, ich mache auf der Stelle Milch nicht Überlaufglück. Na, sowas. So. Jetzt habe ich wenigstens eine Zeit lang ein bisschen Ruhe. Zu zweit werden sie noch in Gottes Namen doch auf die Milli aufpassen können. Herr Eder, haben Sie wohl meine Broschen gesehen? Nein, was denn für eine Broschen? Die Broschen, die wo ich da vorne an der Blusen abstecken gehabt. Ich weiß nicht, dass es leichter aufgeht, aber ich spüre es sonst allebei gleich. Jetzt ist plötzlich weg. Ich hab schon überall gesucht. Nein, ich hab's nicht gesehen. Also die Broschen, ich meine, es ist ja nicht viel wert, aber gell? Ich hab's von meiner Mutter geerbt und ich mag's recht gern. Aber ich sehe schon, da herin liegt's auch nicht. Nein. Jetzt schau ich noch im Treppenhaus, aber bitteschön, sag's selber. Ist das ein Pechtag heute? Ja, freilich. Nein, ich sag schon nichts mehr von der Katze und so. Ja, die Broschen findet sie schon. Ja, hoffen wir's, aber heute bin ich schon so pessimistisch, verstehen Sie? Nein. Wie gut, dass ich einen Pumuckl zu der Milli geschickt hab. Die darf Frau Rettinger vor lauter Broschen überlaufen lassen. Und nachher wieder vom Pech reden. Oh mei, wenn die Leute nur einsehen würden, dass an ihrem Pech niemand anders schuld ist als ihre eigene Rüschigkeit. Ja? Oh, was bin was ich für ein gescheiter Pumuckl. Ich bin ein Milchrette-Pumuckl, so. ein Gasabdreh-Pumuckl. Ja, hast du das abgedreht? Ja. So, ja, das ist brav. Sechs Pumuckl,
Das war jetzt einmal eine richtige Hilfe. Ja, das weiß ja, ich. Ja, da danke ich dir recht schön, gell? Bitte schön, da wird die Frau Rettinger aber Augen machen. Und wo ist sie eigentlich? Oh mein, die sucht jetzt ihre Broschen. Hast du... Nein, die habe ich nicht versteckt. Nicht? Ich habe, nein, immer habe ich auf die Milch geschaut so. Und gar nicht auf die Brosche. Großes Koboldsklabauter Ehrenwort. Halt! Was ist denn? Ich weiß, wo die Brosche ist. Ich so, habe sie liegen sehen. Die Frau Rettinger hat sie selber runtergetan und hat sie auf den Kühlschrank gelegt. Ja, und sie sucht sie jetzt im Treppenhaus. Ui, weißt du was? Was denn? Jetzt mache ich zum großen Milchglück auch noch großes Broschenglück. Ich hole die Brosche und lege sie ihr direkt vor die Nase, wenn sie hereinkommt. Ja, ja das mag's, Pumuckl. Also, ein solches Becher, Eder, die Broschen ist weg. So? Ich hab überall gesucht. Nein. Ich kann mir alle Haare ausreißen. Ja, freilich. Am besten war es an so einem Tag, wenn man sie einfach ins Bett legen darf und darf sie gar nicht mehr rühren. Ja. Da kann einem überhaupt nichts. Ja. Da ist er, die Broschen. Nein, es scheint da nicht zu stimmen mit ihrem Pechtag. Ja, sowas. Ja, ich hab da drin schon überall auf dem Boden gesucht. Und jetzt liegt's da, als wäre nichts gewesen. Ja, vielleicht ist auch nichts weiteres gewesen. Na, wie leicht hätte ich da drauftreten können. Das war mir gerade noch abgegangen. Nein, ist das ein Tag heute. Aber geben's doch zu, dass sie jetzt da kein Pech gehabt haben, sondern dass Jäckel, Milli, Jäckel, mein Gott. Die wird inzwischen übergelaufen sein. Ja. Das gehen wir gerade noch ab. Milli, nein, sieh, Herr Eder, Milli ist nicht übergelaufen. Okay. Ja, ich muss vorher schon abgedreht haben, bevor ich die Broschen gesucht habe. Nichts ist passiert. Na, sehen's, es geht alles wieder gut aus. Geben Sie jetzt zu, dass Ihr ganzer Aberglauben ein Unsinn ist. Nein, nie, Herr Eder, die Broschen haben es wieder, Milli ist nicht übergelaufen. Die Schokolade. Die Schokolade, die haben es nicht gegessen. Aber die dürfen es natürlich essen. Lauter gute Sachen. Aber Herr Eder, dass Sie von solchen übernatürlichen Sachen so gar nichts verstehen. Natürlich habe ich heute Pech. Wo ich hingelang habe ich Pech. Ach, da weist alles drauf hin. No. Aber es ist heute das Pech ein bisschen aufgehalten, weil ich das Hufeisen... Was? Ja. No. Mei, die Vasen. Oh, die schöne Vasen ist runtergefallen. Ja, da kann man auch nichts machen. Oh, mei, ja, sehen's doch, Herr Eder. Was sagen Sie jetzt da dazu? Da kann doch bloß... Ein Kobold Droschulz, der sich über den Aberglauben ärgert, vor Wut darüber, dass Sie so unbelehrbar sind, hat er jetzt die Vasen runtergeschmissen. Also, Herr Eder, hey, bitte einen solchen Unsinn, den glaube ich nicht einmal ich. Da glaube ich schon viel eher, dass Scherben Glück bedeuten. Jetzt hören Sie aber auf. Sonst nimmt das Gefühl nie ein Ende. Einmal Glück, einmal Unglück, da wird man ja ganz narrisch. Sind Sie nur stadig, ihr seht ja selbstverständlich die Vasen. Ach wo, das braucht's nicht. Doch, das braucht's. Wenn man nämlich Scherben gemacht hat, dann muss man es ersetzen. Sonst hat man 7 Jahre lang... Jäckel, was war jetzt das? Das? Das war der Aberglauben, der vor Wut über Sie an Decken gesprungen ist. Daraufhin war Frau Rettinger mindestens 5 Minuten beleidigt. Sie ist in die Küche gegangen und hat schweigend das Essen für den Meister Eder gekocht. Und es ist nicht einmal angebrannt. Aber daran waren weder die Scherben noch das Hufeisen schuld, sondern einzig und allein die Tatsache, dass die Frau Rettinger endlich richtig aufgepasst hat. Der Pumuckl aber hat's aufgegeben, Frau Rettinger zu heilen. Er hat sich auf Meister Eders Bettkante gesetzt und ein Gedicht gemacht. Leute gibt's, die sind verrückt, la 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 la, die brauchen Scherben, das was glückt, la 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 la, und stellen sie sich selber dumm, lo 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 lo, da laufen dafür Katzen rum, lo 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 lo, nicht mal ein Kobold kann so drehen, li 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 li, dass sie die eigene Dummheit sehen, li li la lu, hihi.